match, y'a eu des hauts, y'a eu des bas, Berrettino, Bambino, c'est comme la Berrettina, faudra tout péter s'il faut, anticiper la guérilla, prêt à opérer, je suis là, on contrôle le réseau, le bâtiment et les villas, arrivage dans le conteneur, j'ai du mal à me contenir, avec moi mes confrères, on sait à quoi s'en tenir, on fait bande à part, la fourmi, on la patte, coupe sa tête, genre à la Bonaparte, des terres comme Rosa Park, j'suis perdu sur la carte, caché dans un appart, SKS, semi-auto, grande capa, RAS, les poteaux, non, l'ennemi rentra pas. J'ai sa tête dans la lunette, j'vais l'allumer, noir lunaire, j'ai la vue nette, j'vais lui mettre, tant pis mec, galbé comme une allumette, j'vais torcher en une gorgée, tu vas morfler, tu vas rejoindre Morphée, pistolet, fusil doté, d'une assez grande portée, corps à corps ligoté, tu vas me donner ce que t'as de côté, tout ce que t'auras tricoté, bricolé, j'vais t'ôter. La vie faut rigoler, l'ami est-ce que grotté, friendly bien sûr que oui, j'suis une race casse des goûts, car pour la débrouille, même les cadavres dépouillent, j'ai la rage casse des coups, j'lâche des rafales de douille, et je m'en bats les couilles, pas là pour me la jouer cool, je ressens pas les coups, je ressemble à des gains, dans le game je dégaine, prêt à tordre du coup, allez track stall crush, avec un Glock qui shoot, ça les potes post-apocalyptique, doute pas mon pote, tout ça nos postes. L'orage est proche, mais dans les poches. Sous un pont, ça tire la russe. L'ennemi est proche, rien dans les poches. Je respawn au fond d'un bus. L'orage est proche, mais dans les poches. Sous un pont, ça tire la russe. L'ennemi est proche, rien dans les poches. Je respawn au fond d'un bus. Jetzt zeigt mir ein Pro-Gamer, der einen dickeren Kopf raucht als ich, oder mehr raucht, trotzdem aber noch die Leute wegballert. Und wenn ich nicht geraucht habe, was glaubt ihr, was dann los ist? Gefickt. Tö. In der Police, in Gorka gibt es natürlich jetzt nichts mehr zu holen. Aber deswegen laufe ich ja hier hin. Mit meinem zweiten Account, weil ich ja weiß, hier war ich noch nicht. Dann hole ich mir eben schnell die Äpfel. Tö. Eins ist safe, wenn man mit mir ist, hat man immer eine fette Waffe. Und man hungert nie. Nur wenn ich hungere. Das ist ja wohl lächerlich. Ja, warum ist hier nix? Na egal. Guckst du. Thank you.
Hier, durchsuche ich dich mal, wo die nur Kracke ist. In dieser Halle wäre immer die Winnie gewesen. Alles Wissen, das man erstmal haben muss. Auf Wiedersehen! Aufzubinden, ja. Sonst bricht der Arm ab! Er hat gesagt, dass ich hier niemals rauskommen will. Selbst nicht, dazu ist er viel zu fett. Ja, oh. Aufleiern, das ist Flaschenzug, wie damals den Elefanten. Er ist zwar schwerer als ein Elefant. Was brauchen da oben für Tiere? Aber dafür haben wir 2 Stunden gebraucht. Na, dann werden wir bei ihm 4 brauchen. Gibt's hier blonde Affen? Ich kann bei euch aber kein Cholera-Opfer entdecken. Wer sollen denn die Kranken sein, die müssen wir sind es. Gucken Sie uns mal an. Genau, der sieht doch furchtbar aus. Und dabei war er früher mal so ein hübscher blonder Bengel. Soll ich das tatsächlich weiterlesen? Sicher, Opa, sonst klaue ich dir die Mütze. Ich kann bei euch aber kein Cholera-Opfer entdecken. Wer sollen denn die Kranken sein, die müssen wir sind es. Gucken Sie uns mal an. Genau, der sieht doch furchtbar aus. Und dabei war er früher mal so ein hübscher blonder Bengel. 10 Vers 49. Jesus sagte, die Engel werden erscheinen und die Bösen von den Guten trennen. Und die Bösen werden... Die Bösen werden in ein... Dazu gehörst du auch, mein Sohn. Ja, Mann, wir ficken die Cheater. Wir ficken sie. Und versau hier meine Freunde nicht. Oh, oh, versau hier die Kinder nicht. Wenn dich einer schlägt, halt ihm auch die andere Wange hin. Ach ja, richtig, das hatte ich ganz vergessen. Verzeih, Bruder. So, nun kannst du alles nachholen. Danke. Hallo, ich habe ihn nicht getroffen. Aber ich treffe. Warum schlägst du ihn? Weil er auf die falsche Wange gezielt hat. Links fängt man an. Zunächst mal bauen wir hier eine Schnapsbrennerei für Feuerwasser. Das ist gesund und macht einen schmalen Fuß. Ein frommer Mann richtet sich nur nach der Bibel und da steht, geben ist seliger denn nehmen. Ja. So nimm denn. Der Hochstein fällt tief. Und wenn's wenigstens das Geld für die Glocke wäre. Und für ein kleines Glöckchen. Auch nicht für ein Strauß-Mai-Glöckchen. So, damit endlich mal eine gesunde Farbe ins Gesicht. Ja. Amadeo kommt aus dem Lateinischen. Bedeutet so viel wie einer, der Gott liebt. Also nicht Gott liebt, verstehe es nicht, Miss. Gott schütze die Königin. Warum? Ist sie krank? Nein, ich hoffe, es geht ihr ausgezeichnet. Und warum soll sie Gott dann schützen? Bis bald, ihr Lieben. Und dass ihr mir schön artig seid während unserer Abwesenheit, sonst geht's Haue. Und Haue regiert die Welt, so ist es doch. Ist ganz schön schwer, der Lümmel, der Heilige. Aber leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Ich keule? Ja. Mich hält ja keine Leiter aus, sonst würde ich dir jetzt deine Plüschlappen abbeißen. Das würde ich als Drohung auffassen. Pater, wo haben Sie heute den hübschen jungen Pater gelassen? Ja, ich bin der junge hübsche Pater, muss mich nur mal richtig angucken. Habe ich dich jemals gefragt, warum du damals an meine Tür geklopft hast? Eine Tür gab's bei dir ja gar nicht. Halt die Klappe! Ach so, den kleinen, ja. Sag mal, hast du vielleicht einen kleinen Neger in der Pfeife geraucht? Ich rauche nicht mehr. Tja, und ich hab'n auch nicht in der Tat. Wie gefällt dir die Kuh? Die ist nagelneu. Mit Garantie, oder was heißt das G? Nein, dass sie endlich grün ist. Habe ich extra für dich einbrennen lassen. Weil du doch farbenblind bist. Warum malen Sie die Wanze nicht so fett, wie sie tatsächlich ist? Das überlassen Sie mir. Ich male ihn so, wie ich ihn sehe. Dann sollten Sie sich mal die Pupille schärfen lassen. Die Bleispritze nehme ich mal. Ich will mich nämlich noch vom Gouverneur verabschieden. Bist du verrückt? Was mache ich denn, wenn die wieder wach werden? Anästhesieren! Deinen üblichen 7-Sekunden-Narkosehammer! Wäre es möglich, dass ihr zufällig an einem Schiff mit 2 katholischen Priestern begegnet seid? Ist einer von den beiden so ein blonder Pfeifenwichs mit großen blauen Augen? Und der andere fett und doof und mit dem Gesicht wie ein Gorilla nach einem Verkehrsunfall? Also die beiden haben wir nie gesehen. Komm du mal her, du Zickenbock. Auch du kriegst ein Zeichen. Und noch ein. Hier, da, noch eins. Weil du es bist. Und jetzt, noch, da, und hier. Und das Doppelzeichen. Tada. Und das Gnadenzeichen. Ach übrigens, deine Knastnummer 7822, war das alles? Ja, das heißt nein. Ich behalte nur 4-stellige Zahlen. Ist auch eine erstaunliche Leistung. Aber du sollst ja kein Mathematikprofessor werden. Warum nicht? Ich weiß nicht, wenn mir was einfällt, schreibe ich. Hoffentlich träumst du nicht mal von dir. Das könnte ein Schock fürs Leben sein. Ich lach dann morgen über den Scherz. Eklig. Hast du zufällig einen kleinen Jungen mit meiner Schrotflinte gesehen? Ist ungefähr 4 Jahre alt. Was? Deine Schrotflinte schon 4 Jahre alt? Streut schon ein bisschen. Streut schon ein bisschen. Ich hab den Eindruck, du willst mich verscheißern. Junge, dich mit Schleier halte ich nicht aus. Rien ne va plus. Zero. Wer ist das Zero? Zero ist Null. Null ist auch eine Zahl. Null ist nicht, das machen wir doch mal. Verlieren Sie nicht die Ruhe. Na, Sie sind gut, Menschenskind. Ich bin hier, um was zu gewinnen. Keule! Pass mal auf die Silberpappel auf, die nimmt Anlauf. Moment, ja. Schäfchen. Ja, ist gut, Vater. Red mich nicht immer mit Vater an. Ich würde mich schämen, so einen Sohn zu haben, wie du es bist. Aber echt. Mein Sohn und Clown. Ich persönlich ist nur und deshalb zu sauer, weil er zum Clown zu dämlich ist. Ja. Sag mal, glaubst du an seine Theorie, dass sich aus diesem Fisch die Amphibien entwickelt haben, dann das Reptil, dann die Affen und zum Schluss der Mensch? Geh in den Spiegel, dann bist du auch davon überzeugt. Ja. Oder noch nicht, ja, weiß ich. Allerdings wäre es nicht ratsam, einen gereizten Bullen wie den Dicken da unten jetzt zum Tanz aufzufordern. Er würde es fertig bringen und mir auf die Füße treten, das hat er schon mal mit einem gemacht. Der Mann hat ja Schwimmflossen.
Ich werde sie mal alle zusammen in Reihe und Glied unter den Wasserfall stellen und taufen. Dann tauf deinen Bart gleich mit, damit der Gestank rausgeht. Den brauchen wir nicht. Ach. Noch einer. Der guckt schon drauf. Gib ihn. So kann man es immer laufen. Da dreht er sich weg. Das gibt's hier so. Ja, genau. Mhm. Das ist nicht so toll.
Storm, wenn man jetzt sieht. Die FPS. Das war jetzt so ein Frame-Drop. Ausgesorgt. Thank you.
Laut Theorie müssten jetzt die Sachen vor mir auf dem Boden liegen. Im Backpack. Wenn die Jacke nicht da liegt, bin ich halt nicht voll TTSK draufgeschissen, Mensch. Wenn doch, bin ich jetzt voll TTSK, die ist denn das? Die Jacke ist echt da. Genau. Das weg. Das rein. Das da. Okay. Das ist jetzt die Frage.
Oma und ich. Früher musste ich mir das alles aufschreiben. Jetzt kann ich das auch ohne. Früher. Vor 2, 3 Jahren. 4 Jahren. Ja, ja. Jetzt liegt der Chip gleich da. Dann habe ich direkt eine gute Waffe. Am besten steht mein Account hier noch. Aus. Jetzt nur der Ordnung halber einmal nur kurz gucken, ob da was neu gespawnt ist. Selbst wenn jetzt hier einer kommt, dann wäre die Strafe, die ich dafür bekomme, für das, was ich hier mache, die gerecht, indem ich sterbe. Aber guck dir das an. So was gibt es im Spiel nicht, was du berechnen kannst, was berechnet wird. Hier gibt es keinen Zufall. Ja. Was für ein Zufall. Eine Random-Zahlenreihe, die man nicht erdenken kann. Hä? Das ist nicht Lotto, yo. So, das muss ich noch nicht mal türken, obwohl das jetzt für mich in einem Video aussehen würde, als ob das hier, das ist gespielt, das ist getürkt. Aber das ist passiert jetzt.